Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video für euch und heute möchte ich euch zeigen, wie man falsche Wimpern aufklebt. Und zwar habe ich mich heute mal für einen sehr auffälligen Augenlook entschieden, wie ihr sehen könnt. Und ich finde einfach, dass falsche Wimpern dafür perfekt sind, weil sie einfach ja alles so wunderschön miteinander zusammenbringen, finde ich, und den Look auch noch ein bisschen dramatischer machen. Und wenn ihr sehen möchtet, wie ich meine falschen Wimpern aufklebe, dann bleibt jetzt dran. So, und ich habe mich auf jeden Fall für Wimpern von BH Cosmetics entschieden. Und zwar ist das der Style M204. Und die habe ich bisher auf jeden Fall auch noch nicht aufgetragen. Deswegen, ja, ist es auf jeden Fall für mich noch etwas Neues. Hier ist auch ein kleiner Wimpernkleber drin gewesen. Da ich allerdings aktuell noch einen habe, den ich eh verwende, den ich schon offen hatte, werde ich ihn jetzt nicht auspacken oder aufmachen. Und ihr könnt eure Wimpern auftragen, entweder mit den Händen oder mit einer Pinzette oder mit so einem Applikator. Ich finde ehrlich gesagt diese Applikatoren wirklich ganz gut. Der hier ist jetzt von Sparkle Face Cosmetics. Und als erstes solltet ihr, bevor ihr die Wimpern aufklebt, einmal schauen, ob sie euch überhaupt passen. Und zwar lege ich die mir dann einfach einmal hier so roh sozusagen auf meine Augen drauf und schaue mir die Länge an. Und dann sehe ich, dass sie mir hinten auf jeden Fall ein klein wenig zu lang sind. Und dann schneide ich auf jeden Fall dieses Stück hinten auch ab. Und das mache ich einfach mit so einer kleinen Schere, logischerweise. Und zwar nehme ich hier so eine Schere, mit der man sich auch die Augenbrauen stutzen kann. Und dann schneide ich mir hier einfach ein kleines Stück hinten ab. Und dann lege ich sie mir auf jeden Fall einmal auf die Augen und schaue, ob es mir so passt. Ihr könnt vielleicht auch sehen, dass ich sie jetzt sehr kurz geschnitten habe, weil ich sie hier vorne einfach nicht haben will und hinten aber schon. Deswegen habe ich sie mir jetzt einmal so geschnitten. Was ich auf jeden Fall auch gerne mache, wenn ich falsche Wimpern auftrage, ist, dass ich einen Eyeliner auftrage. Und hierfür habe ich heute von Essence den Eyeliner Pen. Der hat so eine richtig schöne Filzstiftspitze und mit der kann ich mir einfach den ja, den Eyeliner sehr schön ziehen und zwar mit Wing. Dafür gebe ich ihn einfach einmal hier oben an und ziehe ihn dann einfach hier so runter. Und dann nehme ich mir meine Wimpern mit diesem Applikator, halte sie richtig schön fest und dann gebe ich auf das Bändchen einmal den Kleber auf. Und zwar streiche ich es hier einmal so richtig schön voll. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Und ganz wichtig ist auf jeden Fall, sind die Enden, weil das sind nämlich die Schlingel, die immer abstehen, wenn man es nicht richtig anklebt. Und dann warte ich so 30 bis 60 Sekunden, dass der Kleber ein bisschen antrocknet. In der Zeit summe ich ein Lied oder was auch immer. Und dann setze ich mir die Wimpern ganz nah an an meine eigenen Wimpern ran. Ich schaue dafür nach unten und setze mir das Bändchen ganz nah am Wimpernkranz auf meine Wimpern drauf. Also nicht zu weit aufs Augenlid, sondern eher auf die Wimpern. Also orientiert euch so ein bisschen eher daran. Und ich orientiere mich natürlich an meinem hinteren Teil. Und dann drücke ich das einfach einmal so an. Und dann gehe ich mir mit diesem Applikator auch einmal und presse mir das alles so ein bisschen schön zusammen. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Und dann war es das eigentlich auch schon. Was meint ihr? Also, ich finde Wimpern kleben immer noch nicht ganz so einfach, weil ich es auch einfach sehr, sehr selten mache. Aber ich mag diesen Effekt vor allem, wenn man so einen dramatischen Augenlook geschminkt hat, wie ich heute, auf jeden Fall super, super gern. Ich mache jetzt mal meine andere Wimper auch und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ja, und das wäre auch schon der Look mit den Wimpern aufgeklebt. Sagt mir doch mal, ob euch das gefällt und ob ihr im Alltag vielleicht auch Wimpern tragt. Ich trage im Alltag eher weniger solche dramatischen Wimpern als mal so einzelne Wimpern. Wenn ihr möchtet, mache ich euch dazu auch ganz gerne nochmal ein Tutorial. Schreibt mir dafür super gerne mal unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn euch mein Content gefällt und ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich euch raten, das jetzt zu tun. Ich poste in der Regel Donnerstag und Sonntag neue Videos. Falls ihr bereits Abonnent meines Kanals seid und jedes Mal eine Nachricht bekommen möchtet, wenn ein neues Video von mir online geht, dann könnt ihr gerne das kleine Glöckchen da unten aktivieren. Das alles ist für euch völlig kostenlos, also greift einfach zu.
Und ansonsten bedanke ich mich wie immer, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Freue mich aufs nächste Mal mit euch und sage bis bald. Bye bye.